Hallihallo Leute und oh, das ist ein bisschen laut. Und herzlich willkommen zu so, ja, so, 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 nee, so ist es zu so. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin, der Gallant Character Challenge. Ich habe im Gegensatz zum letzten Part noch ein bisschen trainiert. Ja, du hast jetzt den Kingstein immer noch, Nahkampffenster, Aura Lichtkanone, Aurasphäre. Dann Beate ist neu im Team, glaube ich. Erdbeben, Eiszahn, Eissplitter und Antikkraft. Alien jetzt mit Donnerblitz, Psychokinese, Genesung und Ampelleuchte. Luna mit Spukball, Eisstrahl, Biss und Ruckzuckhieb. Ewiges Eis, Sägesang, kein Item, da muss ich noch gucken. Du mit der Großlinse, Flügelschlag, Patronenhieb. Die Großlinse ist jetzt ja unnötig. Warum hatte ich eine Großlinse? Kreuzschere hat er, glaube ich, neu gelernt. Und Chase mit dem Stich. Mit Fliegengift, Zahn, Kehrtwende und Giftstreich. So. So, dann nehme ich mal noch dein Item. Dann schauen wir mal noch schnell, was wir denen geben, ne? Nein, wir wollen schon hier bleiben. Wir haben noch einen Giftstich. Wow. Richtig unnötige Items haben wir hier. Keiner von euch beiden kann eine Geistattacke. Psycho kann auch keiner. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Typ Unlicht, du kannst doch. Ach, wir haben Rim. Gut. Typ Gestein. Könnten wir dir geben für die Antikkraft, wenn wir jetzt nichts mehr Besseres finden. Ansonsten tauschen wir es noch aus. Pflanze kann keiner. Braucht keiner. Kampf kann keiner. Metronom wäre allgemeine Möglichkeit. Metallmantel, warum geben wir dem nicht? Dings. Das mache ich jetzt mal. Man kann ja immer noch austauschen. Für den Patronenhieb, der nochmal verstärkt wird. Zoomlinse. Okay, der Anwender zuerst erhöht sich die Genauigkeit. Hier Frosttafel Typ Eis, das wäre natürlich noch besser für Beate, weil die Antikkraft, die kommt ja jetzt, denke ich mal, bald wieder weg. Genau. Dann lassen wir das so und gehen jetzt mal schön in an den See der Stärke, oder ich glaube, es war der Stärke. Ja, genau. Was ich noch, oh, da liegt noch ein Item. Was ich noch erwähnen wollte. Ah, jemand braucht Kraxler. Dafür ist doch Marmutel geschaffen. Was ich jetzt erwähnen wollte. Wie euch sicherlich aufgefallen ist, lade ich nicht regelmäßig momentan Videos hoch. Und das hat auch einen speziellen Grund. Ja, ich habe mir mal so überlegt, wie das eigentlich früher bei mir abgelaufen ist, so mit YouTube und so. Und dann ist mir halt eben aufgefallen, ich habe früher eigentlich wirklich entweder täglich oder jeden zweiten Tag am PC gesessen, nur um für YouTube entweder was aufzunehmen, was zu schneiden, was zu rendern oder einen Rahmen zu gestalten oder so. Und ich meine, das mache ich jetzt immer noch halbwegs gerne, aber es hat einfach viel zu viel Zeit von meinem Privatleben gekostet. Und ja, damals hatte ich halt noch nicht so meine Freunde. War ich noch mit meinen Freunden unterwegs, sagen wir mal so. Wow. Mein Fenster ist offen, ich glaube aber, das hört man jetzt nicht so, hoffentlich. Und ja, es war halt einfach schade, dass ich jetzt in die Oberstufe gekommen bin. Nicht, weil ich da jetzt irgendwie mehr lerne oder so, sondern einfach meine Freunde vernachlässige ich jetzt einfach wegen der Schule. Und ich kann einfach nicht, ich vernachlässige die jetzt schon ohne YouTube. Und wenn ich da noch YouTube machen würde, dann würde ich gar nichts mehr mit meinen Freunden machen. Und deshalb schaue ich einfach, wann ich Zeit habe auf und Zeit habe für YouTube, um dann aufzunehmen. Und da fällt halt YouTube manchmal hinten raus. Ich versuche jetzt natürlich wieder regelmäßiger Videos zu bringen. Ich habe jetzt auch eine Menge Schwarz 2 aufgenommen. Aber ich kann natürlich nichts versprechen und ich hoffe, das versteht ihr auch. Um jetzt aber mal wieder auf das Spiel zurückzukommen. Ah, nee. Damit kommt ihr nicht davon, Chimgalaktik. Oh.
Bist du etwas schon fertig? Deine Pokémon sind gar nicht mal so übel, aber du bist lächerlich schwach. Hast du ernsthaft gedacht, du könntest das Pokémon im See retten? Und der Pokémon-Champ werden? Träum weiter, Kindchen. Aber hier ist es recht kalt. Brrr. Gehen wir zurück zum Hauptquartier. In Schlajede. Oh, dich kenne ich doch. Wir haben uns im Ewig genau getroffen. Hör mal, Team Galaktik hat etwas Großes vor, zum Wohle aller. Daher solltest du uns in Ruhe lassen. Hör auf, über Pokémon oder andere Nebensächlichkeiten zu jammern. Und verschwende deine Zeit nicht damit, ins Hauptquartier nach Schlajede zu gehen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Ja, ich weiß. Ich konnte nichts gegen Team Galaktik ausrichten. Das Pokémon namens Selfe. Es macht einen leidenden Eindruck. Ich werde stärker. Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Es reicht nicht. Ich muss stärker werden. Es reicht nicht, einfach nur der beste Trainer aller Zeiten zu sein, zu wollen, zu bla. Man muss sich wirklich anstrengen und entschlossen sein. So, hier dürfen wir uns aber noch ein Pokémon fangen. Ey. Ja, und ich bin mal dafür, wir fangen uns... Ah nein, hier haben wir uns schon ein Pokémon gefangen, ne? Das ist das... Stärke Ufer. Allein sieht er stärker. Ha. Hier könnten wir, glaube ich, uns einen Garados ersurfen. Aber ich glaube, wenn wir hier nochmal eine Chance auf ein Eis-Pokémon haben, nutzen wir doch am besten diese und surfen dann nach einem Garados auf anderen Routen, wo wir surfen können, ne? Achso, wir haben jetzt kein Pokémon mehr mit Surfer dabei. Mama? Oh ne, jetzt sag bitte nicht, ich muss mir... Na. Ich schneide es mal kurz zusammen, wir sehen uns gleich wieder. So, und da stehen wir jetzt wieder mit Bidifas im Team. Und, ja. Ich habe jetzt mal Glaziola rausgemacht, weil ich einfach denke, dass es am wenigsten in der nächsten Arena machen wird. Und ja, ich konnte halt schlecht X-Bad rausnehmen, wenn es den Surfer hat, ne? Schauen wir mal, was es hier so gibt, ne? Oh, ein Item erstmal. Blizzard. Gut, ne? Haben wir das auch mal hinterhergeworfen bekommen? Also wir hatten ja noch einen Schutz drin. Ich dachte schon so, Mensch. Ein Entoron passt leider nicht auf unsere Typen-Kombi, aber ist ein ziemlich cooles Pokémon, ne? Ja, nee, mit dir wollen wir jetzt eigentlich nicht kämpfen. Ich hoffe mal, hier gibt es Eis-Pokémon. Ein Schneebedeck haben wir schon. Ansonsten hätte ich es natürlich genommen, ne? Ja, aber ich glaube, hier gibt es auch noch andere. Könnte mal mit meinem Handy nachschauen, wenn ich es hier... Ah, ich hab's, glaube ich, hier. Seit wann habe ich das im rechten Hosensack? Hm. Aber wenn es hier kein anderes Eis-Pokémon gibt, außer Schneebedeck, kann ich ja auch direkt nach einem Garados surfen, ne? So... Wir haben was. Hier. Das haben wir aber auch schon. Nur nachts. Ja, das ist ja aber dumm, ne? Wie macht man das jetzt? Aha. Ja, wie machen wir das jetzt? Soll ich
das dann einfach offscreen fangen? Wäre aber auch dumm. Nee, dann fangen wir das, denke ich, einfach mal offscreen. Und, gehen jetzt nach Schleide, für die es uns ja nicht gießen hat. Also ihr wisst, wenn ich irgendwann dann mal noch ein anderes Pokémon haben werde, ich kann ja schon mal sagen, es wird ein, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt gespoilert ist, aber normalerweise nicht, es wird ein Schnäppke sein. Das habe ich dann, weil ich da oben mir eins nachts gefangen habe. Beziehungsweise, glaube ich, werde es zum Frostettchen machen. Weil Firnontor, nur Eis. Ist immer so langweilig. Aber Firnontor ist halt eben auch geil. Ich fand es damals ziemlich schade. Dann kann ich nochmal Glaseola mitnehmen für die Zentrale. Ich fand es damals ziemlich schade. Ah, wir bekommen da einen Porygon Z. Jetzt nochmal. Ich fand es damals ziemlich schade eigentlich, dass Frostettchen gekommen ist. Weil klar, Frostettchen ist ziemlich geil. Aber dann kam der Frostettchen-Hype. Und ja, wir haben hier noch ziemlich viele Pokémon. Ne? Ich könnte mal wieder ein bisschen durchwechseln, aber. So, Pflanze, Lorblatt haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Peter, Alex Milo, Norbert, Davidio, Hannibal. Da war halt eben dann dieser Frostettchen-Hype im Firnontor war irgendwie da. Und, ja, irgendwie hatte dann keiner mehr so Firnontor gemocht. Und ich mochte aber Firnontor immer noch. Weil ich auch Frostettchen noch nicht mal so mochte. Und dann kam die Erkenntnis, dass Frostettchen auch geil ist. Und eigentlich, so vom Attackenpool her, geiler als Firnontor. Und dann war halt Frostettchen oben, ne? Frostettchen. Überlass alles mir. Den L-Schlüssel, der uns das Lager von Team Galaktik öffnet, habe ich hier bei mir. Uns ist ein Frontalangriff unmöglich, aber dank meines Genies gelangen wir doch in ihr Versteck. Du kommst doch mit, infiltrieren wir es wie zwei richtige Geheimagenten. Ich kann es kaum erwarten, geht es dir genauso? Nee. Ich gebe zu, es mag abschreckend wirken, in das Lager von Team Galaktik einzudringen. Was? Nein, ich habe einfach nur nicht so das Bedrängnis, jetzt da reinzurennen, wie so ein Gestörter. Da ist noch ein Item. Und das können wir jetzt holen. Kraxler zum Gruße. Lahmrauch. Wow. So. Die verrostete Tür ist verschlossen. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Ja, Lebel, wo bleibst du denn? Wo bleibt denn jetzt der Kindskopf? Birgit! Überlass alles mir. Ja, das hast du schon mal gesagt. Ja, sehr gut. Wir sehen uns im Lager von Team Galaktik wieder. Bereite dich gut vor, bald stoße ich zu dir. Stoßen. Was ich gerade mal gucken wollte, haben wir eigentlich noch genug Tränke? Aber wir haben gar keine Tränke. Was habe ich hier bitte schön für Mist gebaut? So. Wir könnten Glaseola eigentlich noch eine Kraftreserve geben, wenn wir wüssten, was die Kraftreserve für eine Kraftreserve wäre, ne? Warum heile ich eigentlich meine Pokémon? Wow. Dass ich so weit denke. Hallihallöchen. Ja, genau das hier wollten wir.
Hypertränke. Wow, haben wir viel Geld. Ja gut, ich meine, wenn man sich keine Tränke kauft, ne? Und so ein Geizkragen ist wie ich. So, und verkaufen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ja. Gut. Ja. Alle beide. Gibt uns nämlich einfach nur eine Menge Kohle. Und wir benutzen es ja eh nicht. Wie viel kriegt man eigentlich für nur so wenig? Oh, ich wollte eigentlich noch weiterhin verkaufen. Ich habe gedacht, da kriegt man mehr. Zink, ja. Zwei Eisen. Ja. Guck mal, wir haben jetzt schon wieder das Geld drin, das wir hatten. Ja, sehr schön, ne? So, dann können wir jetzt ins Lager. Wir haben einen Schutz, der total überflüssig ist im Lager. Und Tränke. Mehr brauchen wir ja nicht, ne? Ich hätte mir auch Kumo-Milch hatten wir doch mal eine Menge. Ah, hallo. Ich habe auf mich warten lassen. Diesen L-Schlüssel, den ich mit meinem unendlichen Talent Team Galactic abluchste, setze ich nun ein. Kaplonk! Ja, Tür und Tor stehen uns offen. Die Jugend lässt dem Alter doch den Vortritt. Dann breche ich jetzt auf. Bring dich nicht in Gefahr. Lauf! Fensterstall. Ja, habt ihr eigentlich... Hier so einen Leuchtstein braucht man doch, ne? Ne, den braucht man für Roserade. Wir brauchen den blauen Stein da. Funkelstein, da glitzert er. Ah, den, wo wir dich haben, ne? Für ein Frostettchen. Kämpfen wir gegen den Jo, ne? Ah. Ah, achso. Okay. Der will gar nicht. Nun, was haben wir denn hier? Ein Trainer, der sich verlaufen hat? Ne, verlaufen jetzt nicht, aber ein Trainer stimmt schon. Ist ein Hellseher. Pokémon und ein Trainer, was? So. Bernd setzt die Lichtkanone ein. Yeah! Ach, du bist doch ein Arschloch. Du blöde Kuh. Beate. Ach, Windschnitt, wie süß. Eiszahn. Hätte mir eigentlich einfallen können, dass Golbat schneller ist als Mammutl, ne? Aber gut. Setz mal halt einen Eissplitter ein, ne? So. Sehr schön. Was war das? Ich glaube, im Anime, da war die Animation von Eissplitter einfach so abartig. Ja, einfach nur abartig. So ein Riesenbrocken Eis. Da war aber halt eben, glaube ich mal, das mit der Einzahl definiert. Und hier wird es ja mit der Mehrzahl definiert. Aber du sagst ja auch, der Eissplitter, die Eissplitter. Von daher, ne? 10 Gottes können wir dann auch noch verkaufen. Erstmal alles wieder schön verkaufen. Hi, ich mach mal Alien nach vorne, weil erstens hatten sie dem letzten nicht mehr so viele Auftritte und zweitens, ja, ne, ist Alien einfach gut gegen Flug- und Gift-Pokémon?
Mit ihr und diesem unheimlichen Charon in der Nähe ist unser Hauptquartier nicht mehr das, was es einmal war. Ihr Charaktere habt den nun den Charakter dieses Orts verändert. Ah, Charon, ja, das ist der komische Wissenschaftler. Ich dachte aber, der ist böse. Ich dachte, den mag ihr. Wow, so lernt man dazu, ne? Donnerblitz! Wir bekommen bald ein Porygon 2. 2. MZ, nicht 2. 2 haben wir da schon. Um Volltreffer schön gemacht, Alien. Und ein Gramurx. Ich hab's doch gewusst gehabt, dass ich dich schön mit Alien besiegen kann. Nein. Hat er nicht gemacht. Nein. Nein, keine Gewissheit. Nein. Ich nehm's jetzt noch alles auf die leichte Schulter und dann wieder später gegen Cyrus. Scheiße, was muss ich opfern? Ja, wir bräuchten eigentlich für dich die Überreste, aber ich habe keine Ahnung, wo man die bekommt. Ich glaube nur in dem Duellturm, ne? Ich meine. So, geht schon weiter, sorry. Hi? Ich bin Mitglied des Team Galactic. Aber ich habe nicht mal ein Pokémon. Ich bin so ein armer WTF, warum hupt der? Jetzt bin ich aggro, weil ich weder frische Luft... Ich bin so ein armer Rüppel. Mensch, jetzt hat er mir alles versaut, der scheiß Autofahrer. Aber es ist ja meine eigene Schuld. Ich weiß immer noch nicht, wie die Teleporter verbunden sind, oh du Armer. Nee, jetzt halt wegen dem scheiß Wichser bin ich aufgesprungen, hab wie dem scheiß Wichser in Toten in meiner Aufnahme, ist mit über 50 in dem Ort gefahren, da krieg ich, oh. Und jetzt muss ich auch noch mein Fenster zumachen, weil es könnte ja noch mal sein, ne? Mama. Siegestraße, Wildemann, Faxo, Mitnahme. Gut, dann müssen wir die Siegestraße natürlich noch gut durchsuchen vor der Liga, ne? Weil Überreste nehmen wir gerne, ne? Und wo gibt's hier wilde Mamfaxo? In Platin? Ah, an Honigbar. Ich gehe natürlich hin und, ne? Das mache ich auf jeden Fall. Ich farme nach Mamfaxo an Honigbäumen. Und dann, ne? Ja, klar. Warum auch nicht, ne? 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 Was glaubst du, wer du bist? Einfach die Hallen des Hauptquartiers zu entehren. Weiß ja auch nicht. Wie kann ich nur so frech sein, ne? Das trägt zu 100% die Überreste, WTF. An welchem Honigbaum gibt's bitte schön mal ein Faxo? Dann farm ich mal ein paar Überreste, ne? Aha. Mamfaxo gibt's. Was? Ich komme jetzt nicht mit. Aber egal. Psychokinese. Normaler Baum, Reihe guter Baum. 1%. In Gruppe 3. Hä? Hä, ich komme jetzt irgendwie nicht mit, aber gut. Wackelstufen. Wieso bekomme ich... Wartet mal, ich halte kurz Skype. So. Ja, wenn ein Baum dreimal wackelt, ist die Chance 93%, dass ich mal ein Faxo habe. Also... Was soll denn der Scheiß? Dieses neue Skype funktioniert ja mal gar nicht. So.
Gut. Bericht. Ja, wir tauschen dich mal aus, denn ansonsten, wir wollen ja dich auf Level 45 schon als Brückenzett haben, ne? Hui. Das war der richtige Schalter. Wohin geht der falsche? Zu einem Item, ey. Zur Übernahme. Na, TM, die glaube ich kein Mensch gebraucht hätte, aber ich hab sie jetzt, ne? Und schön in den nächsten Stock. Und hier hinten geht's, glaube ich, zu den Betten. Nee, zu einer anderen Treppe. Okay. Ah, hier geht's zu der anderen Tür, die wir unten im Keller gesehen haben. Was fällt dir ein? Unser Hauptquartier ist ein hochmodernes Gebäude. Du Rotznase solltest deine schmutzigen Finger bei dir behalten. Sorry. Sorry. Nee, wirklich sorry. Oh, Glaziola ist so süß. Ja, ist okay. Ich setze eh Spukball ein. Ein Wahlglas würde Luna, glaube ich, ziemlich gut tun. Level 45 für Luna. Ey. Kadabra. Ja, da können wir auch jetzt wechseln zu Rim, ne? Wenn Luna schon Level 45 ist. Ah, der wird, denke ich mal, auch noch Level 45 erreichen. Weiß nicht, ich glaube, das waren die beiden, die kurz vor Level 45 standen und die hole ich jetzt erstmal direkt raus. Oh, shit. Nicht die Donnerwelle. Warum macht er das? Nein, nein, nein. Nein. Ah, hat eh ausgereicht. Wer hätte das nur gedacht? Ach, ja. Level 45, schön. Oh, Nachthieb. Das ist verlockend. Ich meine, die Kehrtwende brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, wenn wir die Kreuzschere erlernt haben, ne? Und wir könnten es uns im Notfall auch aus der Spielhalle wieder als TM besorgen. Also, tschüss. Kehrtwende. Hallo, Nachthieb. Erlernt, er lernt Chirox noch mehr so geile Attacken? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass es überhaupt so geile Attacken erlernt. So. Pokémon. Ihr beiden seid jetzt 45, dann kommt ihr ganz nach unten und Chase kommt mal nach vorne. Du Biodisk. Ah, die müssen wir doch... Ja, die müssen wir Alien geben. Leo ist schon ganz heiß darauf. Mal kurz die, nicht die Überreste des Seegesang weg und dafür die Dubiodisk. Porygon Z, wir kommen. Porygon Z, wir kommen. Ja, ich bin noch nicht paranoid. Nein, das ist alles ganz normal, was ich hier mache. Ach ja, Doppelschlag brauchen wir jetzt nicht, weil wir haben keinen Techniker. Eisenschädler lernst du noch und ja, das war's, aber das ist dann auch ganz gut, ne? Flügelschlag haben wir behalten, das ist auch ganz gut so. Er lernt nämlich nur Dings. Seine Vorentwicklung, Sichlor. Sichlor, Sichlor, Sichlor! Matschbombe, ey! Ja, nur die braucht leider, glaube ich, gar keiner. Aber mal so rein aus Interesse. Kann die Matschbombe jemand lernen? Ja. Ja, halt Chase, aber der braucht's ja nicht. Oh, verarscht. Und den G-Schlüssel.
Ah ja, ich glaube, mit dem G-Schlüssel müssen wir dann ja dann wieder ins Hauptquartier rein, gell? Huch, um was habe ich dann jetzt den richtigen Weg genommen? Ich bin ja auch eine Pfeife. Also wenn du zu der Ansprache von Meister Cyrus möchtest, wo war das gleich? Du musst ins Gebäude von Team Galaktik in Schleide, so viel weiß ich noch. Geh einfach durch die Tür neben der Anmeldung, so war das doch, oder? Was habe ich gleich mit dem Schlüssel angestellt, wo ist der nur? Ja, wir haben... Toll, wir sind jetzt den richtigen Weg gelaufen. Leo, du bist auch wirklich ein Heller. Versteht ihr? Heller Einheit. Wir haben schon 30 Minuten. Nee, ich möchte jetzt noch die Entwicklung von Porygon 2. Fertig. Aus! Das ist meine Entscheidung und die muss akzeptiert werden. Ob ihr wollt oder nicht. Jetzt habe ich auf meinen Popschutz gespuckt. Alien. Die Flexibilität haben wir kopiert. Keine Ahnung, was das macht, aber wir haben es kopiert. Charmian wurde besiegt. Alien erhält 562 Erfahrungsrotzpopel. Kramurks kommt. Das besiegen wir auch locker, aber das gibt auch nicht genug Erfahrungsrotzpopel. Oh, das war jetzt ein Fail. Eigentlich wollte ich auf den Donnerblitz. Ah, und jetzt kann ich meine Genesung ja gar nicht mehr einsetzen. Verdammt, ne? Ja, irgendwie sagen wir, in dem Part machen wir noch das Lager, ne? Und am nächsten Part dann, die Hauptquartier. Die Bunkel haben wir leider auch nichts dagegen, ne? Hoffentlich setzt Vergeltung oder sowas ein, da sind wir dann eh schneller. Psychokinese. Schön, das war's auch mit Libunkel. Bitte gib genug Erfahrungspunkte, bitte. Ja, das dürfte reichen. Yes! Level 45 für Alien. Warum Zielschuss? Am besten noch Willensleser, hä? Wie seht Gegner an und trifft in der nächsten... Nee. Nicht lernen. Spieler besiegt Galaktikerrübel. Ich wünschte, dies wäre nie geschehen. 1560 Pokédex. Hey! Alien entwickelt sich, Baby! Woo! Ich glaube, jetzt haben wir ja auch fast ein voll entwickeltes... Nee, ein voll entwickeltes Team, oder? Ja. Glückwunsch, dein Alien wurde zu Porygon Z. Nein, wir wollen immer noch nicht Zielschuss lernen. Ja. Schön, dass ihr das alle so akzeptiert. Hallo? Ah, wir können ja erstmal gucken, was jetzt noch so, ne? Die Werte von Aliens sind. Die müssten ja jetzt bombastisch sein. Oh shit! Was hat das für eine hohe Init? Irgendwie habe ich gedacht, die Init ist niedriger. Momentchen mal. Es hat einfach die zweithöchste Init. WTF. Warum? Ich hätte nie gedacht, dass es so schnell ist. Und auch den zweithöchsten Spezial... Wow! Wow, das ist ja richtig bombastisch. Gib mir dir wieder den Seegesang. Jo. So. Und dann darf jetzt aber Chase nochmal ins Werk. Verschlossene Türen kannst du nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. Wenn ich ein lustiger Bösewicht wäre, würde ich es dir verraten. Aber ich bin nicht lustig. Wow. Wow. Du bist zu jung, um zu verstehen, wie sich die Zeiten ändern. Tritt zur Seite und sieh zu, wie Team Galaktik die Zukunft gestalten wird. Skunkapu. Oh.
Los, X-Bart, fliegen! Nachthieb, ja, das hat ein Sashirux auch erlernt. Ist es nicht ein süßes? Wow, hat Chase wirklich einen so geilen Angriff? Habe ich gar nicht gewusst. Gut gemacht, Chase. Oder hat Skunkapu eine so beschissene Verteidigung? Ich war nicht in der Lage, den Kampfverlauf richtig zu lesen. Und deine Kraft war zudem unfassbar stark. Und ich habe eine Menge Ausreden auf Vorrat. Also, du kannst ruhig hier stehen. Hey, wo gehst du hin? Tja, ich bin eine Bitch und renn einfach weg, ne? Alarm, Eindringling, man riecht förmlich, dass mit dir etwas nicht stimmt. Stimmt, nur weil ich Brüste hab, ja? Ich bin halt eben eine Frau. Das ist normal bei Frauen, dass die Brüste haben. Aber nein, für dich anscheinend nicht. Schlimm. Schlimm. Richtig schlimm. Ja. Giftstreich reicht aus. Das war mir klar, weil Gramux hat, glaube ich, keine so gute Verteidigung. Nach meiner Erinnerung. Skunkapu. Ja, ich habe auch mal einen Gramurk sogar gespielt beim Durchspielen von Diamant, glaube ich. Ich liebe Gramurks. Gramurks ist an sich ziemlich geil, weil es kann Flügelschlag und die Finte. Und es sind zwei Steps auf 60er Stärke. Wow, dass das daneben ging. Auf 60er Stärke, das heißt, die machen schon mal eine Menge Schaden. Und es wird auch ziemlich früh, glaube ich, zu Kramchef. Und dann Kramchef, damit ist einfach nur Bombe. Also danach brauchst du eigentlich wirklich, danach bist du fertig mit der Edition. Da hast du eigentlich schon gewonnen. Also früh jetzt nicht, aber halt, ich weiß nicht. War es nicht so, dass es, eine Schlagrunde mit einem F, ne? War glaube ich so, dass Level 40 oder so. Spieler besiegt der Galaktiker-Rüpel. Oh, das war der Geruch meines Pokémons. Einer mit einem Finsterstein, stimmt. Stimmt. Da Nacht Flügelschlag. Ah, Verfolgung war's. Hä, das konnte doch aber auch noch Finte. Hier, Finte. Ah, Gramurks konnte noch Finte. Gramurks konnte ich den Attackenlerner Eissturm erlernen? WTF. Tiefschlag, Gewissheit, halt sowas, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Tür ist verschlossen, du brauchst ja, den G-Schlüssel wollen wir verwenden. Hier können wir uns noch ein Item abholen. Team 21, Frustration, genau das brauchen wir jetzt. Jetzt bringen wir deinem Pokémon bei, das total frustriert ist, weil es neu in unser Team gekommen ist und ein anderes gestorben ist. Mann, sind wir alle frustriert, so. Was? Ja, wir sind jetzt fertig mit dem Lager. Ich renne jetzt noch schnell raus. Falsche Treppe. Und dann nehmen wir uns im nächsten Part das Hauptquartier vor. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht, dass... Wow. Dass meine Uploads einfach nicht regelmäßig momentan kommen können. Und dass ich aber versuchen werde, wieder mehr auf jeden Fall auch für YouTube zu machen. Weil ich jetzt auch meinen ganzen Tagesablauf so in den Griff bekommen habe. Und ja, ne, dann würde ich sagen, ich renne jetzt noch zurück ins Pokémon Center und wünsche euch jetzt schon mal noch einen wunderschönen Tag. Da ich das, glaube ich, noch heute hochladen werde, also auch einen wunderschönen Mai, 1. Mai. Und da denke ich, werde ich heute und morgen vielleicht noch, oder heute und, beziehungsweise oder morgen noch ein Schwarz 2 Part bringen. Den habe ich schon aufgenommen, den muss ich nur noch hochladen, ne? Und bis denne. Tschaußen.